Ja gut, meine erste Cashcard. Ganz bestimmt kaufe ich jetzt keine Cashcard. Moin, was geht denn mit einer neuen Folge hier auf Buff ist raus. Ich habe gerade vor mir die Hülle von LittleBigPlanet 3 und die Battlefield 1 Hülle. Und mit Originalpreis noch drauf, damals, als ich das Spiel neu gekauft habe. Und durch Zufall hat damals LittleBigPlanet 3 mehr Geld gekostet als Battlefield 1. Ich habe Battlefield 1 am ersten Tag gekauft, also halt mir zurücklegen lassen. Und LittleBigPlanet nicht, das habe ich erst ein paar Wochen nach Release gekauft. Und LittleBigPlanet hat 74,95 € gekostet. Und Battlefield 1 aber mit Day 1 64,99 €, und ich habe die Uncut-Version, die normal auch noch ein Stück teurer sein sollte, eigentlich. Aber nun gut. Passiert nun mal. Ich will mir irgendwie das EC-Car kaufen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch knapp 10 Millionen auf dem Konto. Habe ich mir wieder hier spielt. Und ich glaube, ich gehe erstmal hochgrinden, damit ich noch ein bisschen. Also beziehungsweise ich glaube, ich gehe erstmal das Geld, was ich für den RC Bandito brauche, auch ergrinden, bis ich den kaufe, damit ich noch so plus 10 Millionen auf dem Konto habe. Für schwierige Zeiten, weil ich jetzt wieder ein größeres Chopper DLC erwarte. Demnächst. Wenn dann irgendwann mal noch was kommt. Wurde ja auch gesagt, dass das Truster, beziehungsweise halt das mit Jetpack, das Update, das erste sein wird, was für GTA Online kommt. Eine Zeit lang wurde es ja gesagt von verschiedenen größeren YouTubern. Was aber nicht stimmt. Deswegen muss ich gucken. Vielleicht war es jetzt auch schon das letzte Update. Vielleicht auch nicht, weil es noch immer Cashcards gibt, die kleinen Kitties sich kaufen können. Die keine Ahnung vom Spiel haben. Spawn ich? Ach, Clubhaus, natürlich. Bin ja so ein Motorradfan. Deswegen spawn ich bei meinem Clubhaus in Havoc. Ich finde Lobby, ich höre nichts, ich sehe nichts. Kappa. Beziehungsweise ich höre keine. Das könnten Spieler gewesen sein, aber ich höre keine Explosion, kein sonstiges. Also könnte das eine angenehme Lobby sein, eigentlich. Ich habe sogar ein Gamescom 2014 Sticker auf meinem, oh, auf meinem Dingens, auf meinem LittleBigPlanet. Meine, in dieser Lobby kann ich nicht grinden. Ich mach erstmal Secure Reserve. Und wenn es hart auf hart kommt, switche ich Organisationen. Nehme ich den Zombie-Bobber oder nehme ich den? Ich nehme meinen Zombie-Bobber. Na, guck mal, 10.022.000 noch auf dem Konto. Ach, ich brauche das nicht mal, warte. Einfach den. Das Outfit wollte ich haben mit dem Nachtsichtgerät. Dann mache ich eine auf Fahrzeuge, Buzzard. Würde gerne mein Motorrad auch wieder einlagern lassen. Bin ich mal einer von den Mongrels, weil ich meine Yacht hier oben stehen habe. Fliege ich jetzt mal eben erstmal zu meinem Lufthangar, zum Hangar, nehme einen besseren Hubschrauber mit und dann fliege ich hoch und mache eine Piratenabwehr an. Was in dieser Lobby mehr als krebserregend werden könnte, obwohl hier ziemlich viele Low-Level auch mit drin sind. Und hier sind halt die Abfacker. Vor den Bikern habe ich ein bisschen Angst.
Vor dem 610er nicht. Aber dafür von dem 206er, weil der sich das Legit erspielt haben könnte. Ich meine, ich habe auch einen Kollegen, der sich Legit auf Level 600 erspielt. So ist das jetzt nicht, aber. Und das in einem Jahr nur. So viel Spielzeit in diesem Game. Der hat auch Black Ops 4 und war Level 1, als wir das erstmal miteinander gespielt haben. Da hat er das Spiel aber schon seit Release, durch Zufall, geschenkt bekommen und für ihn war das einfach gar nichts und er hat das halt nie angefasst. Er hat immer nur Zombie-Modus gespielt, Alter. War Master Prestige in fucking Zombie-Modus, Alter. Hab ich noch niemanden von gesehen, der so hoch gelevelt war in Zombie-Modus. Ich muss gleich mal auf die Handyuhr gucken. Ich glaube, es wird gerade Nacht. Ja, macht nämlich Sinn, dass es gerade Nacht wird. Deswegen habe ich schon mal Nachtsichtgerät eingepackt. Ausgepackt, meine ich, Hula. Kurz gucken. Ich glaube, ich nehme den Hunter mit. Das würde nämlich Sinn machen. Oder ein Savage. Aber der Hunter ist, glaube ich, stärker. Ich meine, der Hunter ist um einige stärker, aber ich meine, wegen Splash Damage, weil ich ja keinen Gunner dabei habe. Und deswegen nur auf, nur auf mich selber verlassen kann. Gerade jetzt habe ich nur noch 9 Millionen. Aber ist schon okay. Ich starte einfach eben die Piratenabwehr, während ich hinfliege, dann verliere ich wenigstens ein bisschen Zeit. Stiefvater zockt gerade auch unten, glaube ich. Ich habe gerade den Bass durch den Boden gespürt. Ich bin ja in der oberen Etage von unserem Haus. 13 Mal daneben. Und ich habe gerade Bass durch den Boden vibrieren gehört, Alter. Und das hat richtig an den Füßen gekribbelt. Ach, ich muss auf meiner Yacht sein. Fuck. Dann will ich meinen Let's Go. Ich hoffe, dass ich das alleine überhaupt schaffe, Alter. Ich bin mega bad in dem Game. Allein schon, ich halte einfach nur geradeaus und mal was für mein Hegel macht. Links, rechts, um die Ehre seiner Mutter. Aber der Hunter ist gar nicht mal so langsam, wie ich in Erinnerung habe. Ich bin ja eine Weile lang nicht mehr geflogen. Landeplatz landen. Gleich erstmal wieder auf andere Ansicht. Oh, ich hab den echt gerade runtergekickt, Alter. Passt das? Passt das? Passt. So müsste es gehen. Nein, es geht nicht. So? Nein, okay, gut, ich muss nach vorne fahren. Ich glaube, das passt einfach gar nicht hier rauf. Hier oben könnte ich mir das noch vorstellen. Okay, der Hunter passt, glaube ich, nicht auf die Jagd. Lass ihn einfach so stehen. Bleib oben drauf. Nein, ey. It's time to say goodbye. Okay. Gut, dann mache ich es halt ohne Hunter. Ist auch kein Ding. Aufträge, Piratenabwehr starten.
Das ist so laut. Meine. Nein, oh mein Gott, ich habe richtig reingekackt. Ich habe keine Lenkraketenwerfer mehr gerade. Ich habe nur meine Standardsachen. Sehr gut, Jay. Sehr gut. Ich habe nicht mal mehr Annäherungsminen, weil ich es vergessen habe, vorher auszumachen. Ja, yeah, okay. Also, wenn mich jetzt jemand raiden würde, wäre ich ziemlich lost. Ich habe nichts, habe ich. Ich habe die. Weil ich alles noch so auf meinem Biker-Club abgestimmt habe, was dazu passen könnte. Aber ist kein Ding. Hoffen wir mal, dass nicht die ganzen Abfucker kommen jetzt und mich wegklatschen. Mal jemanden angehen. Mechaniker. Also wenn ich jetzt schon keine Hilfsmittel habe, wie Stinger und so eine Kacke, dann muss ich aber auf Oppressor gehen, leider. Das ist aber nichts mehr. Ich überlege auch gerade, mein Oppressor-Bike zu verkaufen. Ich meine, das ist halt einfach gerade die Meta, deswegen behalte ich das halt noch für den Fall der Fälle. Aber irgendwann, wenn es genervt wird, ist es direkt wieder weg, Alter. Ups. Da habe ich direkt mehr gesingert. Uff. Der Wellige. Flare, meine ich. Voilà. Ich pack das mal hier. Und die kommen, das nicht direkt sehen können. Wird da überhaupt jemand mal kommen? Ich meine, er nimmt jetzt noch teil. Ah, scheiße. Der müsste oben auf dem Berg sein. Mal gucken, ob ich ihn schießen kann. Er nimmt teil. Nein, er nimmt teil. Gerade runter. Ja, er kommt runter. Okay. Wo haben wir dich denn? Kollege.
Er ist auf den Zug aufgesprungen. Müsste da vorne schon sein, irgendwo. Oder eher an der Ecke. Da, wo ich natürlich nicht drauf gucken kann, weil da Bäume sind, Alter. Da war er gerade. Ah, ein Sniper hätte im Auto gekriegt. Ich glaube, der verpisst sich nicht. Ah ne, er geht auf den Strand. Ach, ich habe ihn aus dem Auto rausgeschossen. Uff. Da ist er. Okay, er muss ein Nubi sein. Okay, er hat keinen Bock mehr auf Beef. Ich glaube, ich gehe ihn trotzdem gern. Da habe ich gerade Bock zu. Ich stehe mit dem Noob-Bike hinterher, wo hier Leute in der Nähe sind. Vielleicht kriege ich ihn noch schnell genug und verpasse ihn nicht wieder. Gucken, ob er mich rausnappt, werde ich am 1 mit. Oh, er schießt sogar auf mich.
Er trifft nicht. Ganz kurz Position wechseln. Ach, er hat mich weggeschränkt, okay. Das heißt, er hat Explosivsachen. Gucken wir mal eben, welcher Level er ist. 27? Und hat er mich denn dann erschossen? Ach ja. Irgendwo tut er mir ja ein bisschen leid, weil er gerade lieben möchte. Angefahren mal eben. Man, er könnte einfach in Passivmodus gehen, das kriegt er sogar angezeigt. Creepy silent friend. How can I help? Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. I'm on the clock. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Oh, ja, das habe ich nur ein oder zweimal benutzt bis jetzt, weil es trash ist, aber ich use es jetzt einfach nochmal. Man sieht einfach so wenig Menschen mit dem Ding rumfliegen, was dann einfach Kacke ist.
VIP-Aufträge. Feindliche Übernahme im altrüsten Lager. Start. Muss hier in der Nähe sein. Wir nur kurz ein bisschen Money farmen. Oh Mann, der Job ist so einfach, Alter. Ach hier. Ding kann nicht auch schneller sein.
Das mag ich nicht. Für die müssten ungefähr hier rumlaufen. Wenn man den, ja, wenn man dem Marker traut, laufen die hier. Ich glaube, ich kann die auf die Entfernung nicht mehr spotten. Ja, da. War schon aus meinem Blickfeld, aber ich habe ihn trotzdem noch gekriegt. Da ganz hinten muss ich das andere Sniper hier verwenden. Wenn jemand auf das Bike aufsteigt, muss das wieder hier hinrichten, nehme ich mal an. Tumlin Cass ist hier hinten irgendwo. Ist er auf dem Berg? Er muss auf dem Berg sein. Also irgendwo in diesem Bereich. Mein Charakter bedarf ihn die ganze Zeit zu stemmen, das verwirrt mich mega. Also eigentlich gucken wir auf den Marker, der müsste eigentlich da oben drauf sein. Da. Da kommt der Zug, einer ist unter der Brücke. Der andere ist da vorne irgendwo, den kann ich aber wieder aufgrund der Range nicht sehen. Ich schieße einfach mal ein bisschen auf Verdacht. Okay, nochmal überlebt man das dann irgendwo Combat Roll drunter. Der Damage dadurch ein bisschen buggt. Gut, das akzeptiere ich natürlich. Oh Gott, ich habe gerade fast gespuckt. Stark. Ich gehe einfach ins Rennen. Da habe ich gerade Bock zu. Sieh die doppelte Erfahrung und merk gleich, das ist was für mich. Ich kenne nicht die meiste Zeit, wenn was ist, nur ein Double EP Jobs.
Ich liebe das Lied irgendwo. Nein, als ob sein Ernst, Digga. Oh mein Gott, er hat mich so runtergekickt. Oh, jetzt muss ich ernsthaft alle Plätze aufgeben. Oh, Alter. Ist das nicht eigentlich ein Gargoyle-Rennen? Ja, stimmt, das ist ein Gargoyle-Rennen, weil man hier... Das weiß ich noch, weil ich hier immer fliegen konnte. Ja, ab diesem Punkt kann man wegfliegen. Ja, und hier kann man auch richtig krass gleiten. Die realen OGs sind hier runtergefahren, sind und weggeflogen, Alter. Die Kurven enger nehmen als er. Ich krieg wieder Windschatten bei ihm. Aufgegleiten. Das Rennen strengt mich gerade richtig hart an, weil ich halt einen Nachteil aufgrund meines Motorrads habe. Weil ich mich nur auf Geschwindigkeit konzentriert habe. Ich glaube, ich eher einen Gargoyle nehmen müsste. Er hat auch eine Party. Ja, er hat auch eine Party. Gib ihm gerade den Schatten.
Fuck off, er wollte mich runterdrängen, ist selber auf die Fresse gefallen. Ich will nicht Frank Ocean hören. Wenn lieber was Chilliges. Nächstes Mal versuche ich da ein bisschen weiter zu gleiten. Oh mein Gott, ich hab den Punkt fast nicht mehr gekriegt, weil ich gleiten wollte. Verkackt. Ich liebe es, McDonald's. Ich glaube, ich gehe auch zu McDonald's, da habe ich gerade mega Bock. Ich muss eigentlich noch kochen, dann werde ich machen. Aber ich hab's nicht mehr so richtig auf dem Schirm. So, gucken wir mal, wo er ist. Er ist nämlich 42 Sekunden hinter mir gewesen. Ich glaube nicht mal, dass er ankommt. Nee. Ich schaff das nicht mehr. Ich guck mal kurz sein Profil, guck wo er kommt. Oh doch, er kommt noch ins Ziel, oder? Ja, komm. Nein, er hat es nicht mehr ins Ziel geschafft. Oh mein Gott, er war eine Sekunde. Eine halbe Sekunde. Ich glaube, er ist nicht ins Ziel gekommen. Vielleicht switche ich jetzt gleich die Crew. Da kann ich jetzt viel. Guck mal eben, wer noch alles GTA spielt.
Jizzy, Alter. Kenn ich nicht. Die wie die Lone, Alter. Das sind Menschen. Meine Mama ist wieder zu Hause. Warum habe ich sowas in meiner Garage? Ich meine, ich mag ja SUVs und so, aber es ist schon keine Straßen-SUVs. Ich kann einfach in den Raubüberfall. Ich sehe nächstes Mal im Finale. Oh Gott, wo ist denn sein... Oh, Apartment Tinsel Tower ist das, ne? Könnte es sein, dass es der Tinsel Tower ist? Oder Wild Oats, das ist je nachdem. Das sieht einfach aus wie Tinsel Tower. Gehen wir mal eben. Fünfer. Wow. Das wird kritisch. Ich guck mal eben, woher er kommt. Er spricht Französisch. Also mit Serbisch, du bist wahrscheinlich auch Französisch. Der Owen von 20X. Wir warten auf den Host. Er kann nämlich starten. Oder auch nicht. Dann kann ich eben kurz beim anderen gucken. Ach, Französisch. Schön. Ich habe von meinen 700 Freunden 461 Leute, die einfach auch fucking GTA spielen. Ja, stimmt, ich habe meine meisten Freunde über Raymond GTA gemacht. Und Platz 2, Alter. Oh, auf Abruf. Auf Abruf. Neue 8. Anzeigen, mal gucken. Französisch. Okay. So, are you ready? This should be pretty easy. I've kept it simple since you all seem pretty simple. In a good way, in a good way, in a good straight ahead low IQ.
Mir Wayne. Wie kann ich mich bereitstellen? Ich nehme das James Bond Outfit mit. Streetlight. 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 Ich hoffe mal, dass mit den Randoms klappen, dass ich auch jetzt nicht einfach stumpf reinscheiße, sondern mal. Das ist einfach das. Oh mein Gott, das sah aus wie Tinsel Tower oder so. So No Name Hold. Ich habe kein Magazin drin in meiner Waffe. Sorry. Ja, ich habe kein Magazin drin, weil ich die Trommelmagazin-Erweiterung habe. Uff. Die shoot ihn weg. I don't wanna die. Ja? Nee, gerade nicht. Über Smileys rein.
Ja, die Geiseln zu erschießen, krass. Oh, man schießt jetzt die Geiseln. Eigentlich relativ easy gehen mit dem Ding. Und ich wie immer ohne Magazin geladen. Als ob er sich da ehrlich gerade durchfightet, oder er wird sterben. Er wird sterben. Die Motorräder, das ist die Frage. Das ist hier die große Frage. Now, make a play for the bike, so they're up ahead where you stashed it behind that apartment building.
Wind paddeln. So, wir wechseln das Auto. Wir hätten einfach meinen Koma nehmen können, den ich hätte anrufen können. Aber... Warum auch? Mann, ich wollte die AP-Pistole zum 17. Mal. Oh Gott, bitte nicht. Boah, lucky. Ach so, er markiert direkt das. Gut, aber wir müssen, glaube ich, durch den Checkpoint. Bin mir gar nicht mehr sicher, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Baby. Und Joel ist wieder 10 Jahre am Suchen nach seiner Waffe. Ich will ein anderes Lied hören, aber ich kann es nicht umstellen, weil ich hier sitze. Stark.
Der hat uns mal eben 100.000 gekostet. Because why not? Minus 100k, weil er uns alle in die Luft gejagt hat. Ganz tolle Leistung. We did it. I know I didn't do that much, but you know, I thought you were just a bunch of creepy and quiet weirdos. Turns out, no, okay. Weirdos with talent. You rob and you steal and destroy like geniuses. Oh, I love it. I love it. Here, let me wire you your money. You know, I will never forget the good times, you know, all the laughs we had. You know, you're like family. The picnic, and the hike in the woods, and all the selfies, and oh, and the time we went rollerblading, and we watched the sunset, and we stayed up all night talking and sharing our innermost fears, and then what was that? That wasn't you? Even the skinny dipping and the... Oh. Oh. What are you saying? The drugs. Oh, man, the drugs. I'm a heavily medicated man. I'm not well at all. I'm a little embarrassed. Money. Give me the coming to you, man. And here. And here. And... Here, okay, you better take off and take care, okay. Bye. Raubüberfall bestanden. $130k ist ja noch okay. Na ja gut, wir haben News halt dazu gebracht, dass sie kommen. Einmal, weil die Leute angefangen haben, die Geiseln zu erschießen. Die Dieter-Rüstung haben wir verkackt, weil der eine am Arsch der Welt rumgegammelt hat. Und dass niemand gestorben ist, lag halt daran, dass jemand gestorben ist, lag halt einfach daran, dass er uns alle weggesprengt hatte im Auto. Damit einfach 4 Kills gemacht hat. 4. 4! Jetzt habe ich wieder 10 Millionen auf dem Konto. Ich schreibe mal in der Community, dass ich aushelfen würde bei Raubüberfällen.
Es gibt einfach fast keine GTA-Communities da. Grand Theft Auto 5 Deutschland. Einen für Akt 2 hosten, der am besten ins U-Boot geht. Wo ist da Prozente? Millionen 100.000 habe ich jetzt wieder. Das klingt doch schon mal gut. Hola. Try hit me, come on. Ja? Doch, eigentlich schon, was? Thank you.
20. You're going down! Fucking mag is empty. Go! Get them! Asshole! Let's go!
piece of shit!